So, letzter Urlaubstag. Das Wetter ist wieder bombig. Heute sind wir mal auf dem Waldhighway unterwegs, weil mein Opa und Oma dabei. Da ist es nicht mehr so mit durch den Wald kraxeln. Ja, wenn du da wohnst, hast du Ruhe. Super schön. Häusle im Wald. Wunderbar. Ja, richtig schönes Hexenhäusle im Wald. He? Mensch, sowas sollte man haben. Und was Wunderschönes hier oben. Es gibt inzwischen auch immer mehr Laubbäume zwischendrin. Das macht doch die Geschichte im Herbst viel schöner und bunter. So, die Kinder haben ihren eigenen Weg, jawohl. Ist das Hänsel und Gretel? Ja, locker. Dieser ist schon gelaufen, wo er kleiner war. Jetzt müssen wir zurück. Dieser ist schon gelaufen, wo er kleiner war. Ja, Wahnsinn. Da hat wohl ein Specht Langeweile gehabt. Hat sich einmal durchgetackert bis hoch. So, und hier geht's runter zur echten Original Donauquelle. Hier oben heißt der Bach zwar noch Breg, und von Prigachtal, St. George her kommt dann die Prigach, und in Donaueschingen vereinigen sie sich zur Donau. Das ist hier aber der längste Quellfluss. Und da unten in der Donauquelle hat, glaube ich, in den 80er Jahren oder war es noch die 70er Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe es immer nachgelesen hier oben, schon Jacques Cousteau gebadet, der nämlich mit seinem Expeditionstrupp die komplette Donau damals abgeforscht hat und hat eben hier oben bei der Quelle begonnen bis runter an die Mündung ins Schwarze Meer. Ja, und so unspektakulär beginnt die Donau.
dann wieder alle. Ja. Das sieht immer erst so dunkel aus, aber am Bild sieht es anders aus. Ja. Das ist jetzt die Kunde. Da kommen wir nie, oder? Das ist jetzt. Schwarze Waldameise richtet sich schon langsam vor der Winter ein. So, genug vom Waldhighway. Oma und Opa haben auf dem Highway heimgeschickt und wir werden hier querfeldein. Laufen wir zu Erik. Jawohl. Das sind doch die richtigen Wege für uns. Gell? Nein, bleib hier. Vielleicht kommen wir auf die Deine. Ja, aber guck mal. Ich guck da und. Hallo. Du weißt aber schon, wo es lang geht, Erik. Was? Du weißt, wo es lang geht. Da müssen wir auf. Komm, runter geht's.
Tja, im Wald ist doch wieder besser. Da sind wenigstens keine Mountainbiker, wo man alle paar Sekunden aufpassen muss. Noch ein letztes Mal querfeld ein. Dann kommen wir bald wieder zum Auto. Und dann ist Feierabend für heute. Oh, ist da nicht herrlich? So, guck Lisa, jetzt sind wir wieder auf unserem Heimweg. Jetzt ist nicht mehr weit. Der schönste Fleck im Wald. Das Laub wird schon rot. Jetzt muss man bald den richtigen Augenblick abpassen zum schöne Herbstfotos schießen. So, hier an meinem Lieblingsplatz im Wald hier oben beende ich jetzt das diesjährige Hillbilly Sommerferien-Herbstprogramm mit täglichen Updates. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut wieder mal rein. Ab morgen beginnt wieder die Arbeit bis Weihnachten. Aber ich werde schauen, dass ich immer wieder mal so ein, zwei Updates die Woche reinschieb. Vielleicht immer Mittwoch und Samstagabend zur Primetime. In der Glotze läuft ja eh noch Schrott. Dann sehen wir uns vielleicht wieder als Mittwoch und Samstagabend bei Hillbilly TV 20 Uhr auf dem Kanal bei YouTube. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt alle noch einen schönen Herbst. Geht raus, solange noch nicht der Schnee kommt, dann müsst ihr die Langlaufski und die Schneeschuhe auspacken. Also Leute, haltet eure Messerchen schön scharf, bleibt gesund. Wir sehen uns wieder bei YouTube auf dem Kanal von Fuwa Forest Films mit Hillbilly TV. In dem Sinne, tschüss.